Hallo und herzlich willkommen zu Katana Zero. Das Ganze hier wird ein kleines Projekt. Ein ganz winzig, winzig kleines, weil das Spiel, glaube ich, noch 10 Tage. Das Spiel nur ungefähr so 5 Stunden geht. Aber, ja, genug davon. Also, erzählen Sie nochmal von den Maskierten. Verstehe. Dann fangen wir von vorne an. ASCIISoft präsentiert John Wick wurde getötet. X! Zack, Alter! Reflex wie ein Panda! Was vielleicht gut ist. Links und rechts steuern wir, das ist schon mal fantastisch. Es geht um... Kann ich es grob sagen? Ich habe ehrlich gesagt selbst gar nicht so viel Ahnung. Es ist ein... Kann ich hier nicht drauf? Okay, alles klar, dann kann ich wahrscheinlich die Wand hochrennen. Ah, so, okay, alles klar. Es sind Ninja-Typ oder irgendwie sowas, ich weiß auch nicht, was war, ich weiß nicht mal, warum ich so tue, als ob ich eine Ahnung von dem Spiel hätte. Es sah verdammt cool aus und ich habe es mir im Summer Sale geholt, deswegen spielen wir es jetzt. Ein Anruf. Sind Sie schon da? Ich bin fast dort. Das Gelegenheitsfenster schließt sich. Sie werden extrem schnell arbeiten müssen. Der Wissenschaftler wird... Was? Er wird in der Fabrik festgehalten werden. Sprechen Sie weiter. Befreien Sie ihn und kommen Sie auf dem schnellsten Weg zum Extraktionsort. Verstanden. Ich habe immer ein kleines Fenster, wo ich nochmal andere Sachen antworten kann. Das ist interessant, aber nicht gut, wenn man vorlesen will. Nutzen Sie die Gabe der Präkognition, um jeden zu eliminieren, der Ihnen im Weg ist. Das würde ich sehr gerne machen. Und nicht vergessen, lassen Sie keinen am Leben. Das war eine Anweisung, die ich hören möchte. Oh yeah, Baby, Katana Zero. Oh, ciao! okay, da sind wir. Das Ganze ist, glaube ich, in Level unterteilt, die wie dieses hier aussehen. Aber wir machen einfach mal We'll Never Know von Bill Kiley. Fabrikversteck. Um mit der Planung zu beginnen, Angriff drücken. Ich muss planen. Standardplanung, habe ich mich verlesen? Ich renne jetzt einfach hier hoch und töte die, ja? So ungefähr. Ja, das ist... Oh, das fühlt sich gut an. Katze streicheln, geht das? Fantastisch, das habe ich mir erhofft. Ich muss sagen, das Spiel sieht wirklich wunderschön aus. Go! Ja, das sollte gehen. Und wir können... Das ist doch schön. Wir können am Ende immer gucken, wie wir uns durchgeslidet haben, weil es wird tatsächlich später um einiges schwieriger als einfach nur das hier. Ich glaube generell, das Spiel sollte relativ schwierig sein. Naja, ich habe es verstanden. Zum Auswerfen drücken. Ja, genau, das war das, denke ich. Das sind die Kollegen. Oh, shit! Der wurde einfach weggelasert. Wie eine Fehlaugen und sowas. RT soll ich drücken und damit kann ich einfach hier durchsliden. Das ist fantastisch. Ich liebe Dodge Rolls, wenn man sie gut drauf hat. Ich kann was ausschalten, sehr schön. Ja, das sollte gehen. Sag ich das jetzt jedes Mal? Ja, das war nicht allzu aufregend, deswegen gucken wir uns das nicht einfach nochmal an. Ich weiß nicht, warum... Naja, egal. Zack! Und der möchte mir auf die Schnauze hauen, aber das geht nicht. Und dann bin ich einfach reingelaufen. Das war nicht so clever. Nein, das wird nicht gehen. Verdammt. Machen wir nochmal neu. Zack. Zack. Und ich habe mich in die Fresse schlagen lassen. Machen wir nochmal so. Und so. Und dann einfach... Ja, das war der falsche Knopf. Okay, keine Sorge. Jetzt habe ich's. Ja, okay, das war irgendwie schlecht. Ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Warte, so. Und so. Und so. Und wie komme ich dann hoch? Zack. Oh, das war schon gar nicht so einfach. LT. Ja, verstehe. Und RT. Das. Oh, ich bin aber nicht gestorben. Okay. Kann ich da jetzt durch? Sehr schön, sehr schön. War ein bisschen schwierig zum Einschätzen, aber egal. Sollte gehen. Sah nicht allzu krass aus. Deswegen schauen wir uns das einfach nicht nochmal an. Zack, einfach durch die Tür getötet. Batz. Und haben wir hier, Kollege. Zack. Hier durch, fuck. Wollte fast den falschen Knopf drücken. Das ist der hier. Sehr gut. Dann einmal hier auf die Fräse. Einmal hier rüber. Zack, zack. Laser aus. Und mit Albert Einstein reden. Ich habe unten Lärm gehört. Ich habe gedacht, es sei der Pizzamensch. Ha! Wenn Sie laufen, ich bin hier um den Befreier. Wenn ich nicht. Leider bin ich nicht der Pizzamensch. Naja, dann eben jemand, der mich rettet. Schauen wir mal, ob ich stehen kann. Ja, dann sollen wir wirklich mal schauen. Es tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich nicht der Pizzamensch bin. Autsch! Ich hatte schon gedacht, ich würde es nicht schaffen. Danke! Ja, es ist noch nicht versprochen, Opi, dass wir es schaffen. Tun wir mal unser Bestes. Oh!
Au! Au! Bombenmann! Megaman-Abklatsch! Zucker! Ach jetzt! Hoffentlich. Nein! Verdammt! Hey Jungs, wird Zeit hier mal aufzuräumen. Vorsicht, die Laser. Warum kriegst du keine coole Stimme? Weil du es nicht verdient hast. Ha! Zack! Laser, da sind sie. Was willst du jetzt machen, hä? Hahaha, Stufe geschafft. Für mich mache ich die dann wieder mal aus, ne? Ist, glaube ich, in Ordnung. Das war lustig, das mag ich. Environmental Kills zählen doppelt, wie jeder weiß. Go! Ja, das sollte gehen. Ich erinnere mich noch haargenau dran, deswegen muss ich mir jetzt sie anschauen. Ihre Auftraggeber sind unzufrieden, weil das Missionsziel vor der Extraktion terminiert wurde. Ich möchte sagen, dafür kann ich nichts. Gehen Sie nach Hause und ruhen Sie sich aus. Morgen erhalten Sie einen neuen Auftrag. Das mache ich lieben gern. Feierabend. Und die Nachbarn mal wieder am Party machen, ey. Meine Fresse. Das ist cool, so ein modernes Samurai-Ding. Ich trinke Tee. Kräutertee trinken auf jeden Fall. Schlürp. Jo, so gehört sich das. In einem Zug weggehauen. Mein Gott, ich hasse nichts mehr, als nicht richtig schlafen können. Dann schauen wir mal einfach ein bisschen Fernsehen. Jo, warum nicht? Mindestens 12 Menschen wurden in einer verlassenen Fabrik im 3. Bezirk tot oder verletzt aufgefunden. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben was damit zu tun. Jetzt schlafen gehen. Warte, unter den Toten ist da David Bay, ein Wissenschaftler der Regierung, der schon seit 3 Wochen als vermisst galt. Okay, arbeiten wir dementsprechend für die Regierung? Haben wir Moral? Ist das so ein Ding? Die Polizei hat sich kaum zu den Verbrechern geäußert, ließ jedoch verlautbaren, die Sache habe wohl mit Bandenkriminalität zu tun. Weitere Nachrichten. Weiß nicht, ob die mich interessieren. Ein Kühlmittelleck im Wasserwerk von New Mecca hat sämtliche Wassersysteme im 3. Bezirk verunreinigt. Oh, hätten wir den Tee nicht trinken sollen? Bewohner des dritten Bezirks wird bis zur Eindämmung des Lakes davon abgeraten, Leitungswasser zu verwenden. Alles klar, gut. Das reicht mir dann auch mal wieder. Das betrifft unter anderem Trinkwasser, Wasser, noch mehr Wasser und B drücken. Zack! Ich hab Schattenfreunde. Zack! Yeah! Ab geht's, Mickey Maus. Oh nein, Mickey Maus ist tot. Oh nein, da kommt... Albtraum, Mann. Noch 9 Tage. Bis was? Bis was? Sag's mir doch. Bitte, kommen Sie rein und setzen Sie sich. Ich bin schon drin und ich werde mich setzen. Sie sehen gut aus. Danke. Trotz der Umstände des gestrigen Abends. Wollen wir anfangen? Ist nicht, dass ich einen Psychologen habe. Vor 2 Monaten haben wir Ihre Dosis halbiert. Haben Sie immer noch Halluzinationen? Ich habe wieder Albträume. Scheint so. Verstehe, das ist möglicherweise eine Nebenwirkung Ihrer Behandlung. Erzählen Sie mir über die Träume. Ich bin von Schatten umgeben, das ist einerseits immer Maschine, die Spiele fangen. Man möchte es ja nicht so. Reden wir wirklich offen über... Nee, ich bin ein verschlossener Mensch, ich spiele fangen. Ja, das ist ein guter Traum. Ja, aber nämlich ganz nett. Und lieb. Der Schatten, der hereinkommt, erzählen Sie mir davon. Woher wusstest du von dem Schatten? Der kam nicht auf mich zu, der ging zu einer Maschine. Stimmt das überhaupt? Okay, der wollte die Maschine haben. Vielleicht hat der Schatten die Maschine bedient. Ein Wissenschaftler. Das könnte möglich sein, schätze ich. Oh mein Gott, es ist ein Wissenschaftler. Ja, die Person wollte Ihnen vermutlich nichts zuleide tun. Sie sollten sich nicht fürchten vor ihr. Dann sage ich, ich will bloß meine Medizin. Ja, ich denke, Sie haben recht. Gib mir eigentlich meine Scheißmedizin, du überbezahlter Designeranzug. Ja, Sie waren heute sehr geduldig mit mir. Ja, einigermaßen, schätze ich. Wir sind ein schlechter Patient, habe ich das Gefühl. Unsere Zeit ist um. Ich hole mal Ihre Akte. Und schreibe da rein, dass ich wahnsinnig bin. Bin ich wahnsinnig? Vielleicht ein bisschen. Na? Oh, wir kriegen eine Spritze. Das ist unangenehm. Wow! Oh, Junge! Koloratische Apparation, ich lieb's. Sie sind in dieser Sitzung sehr kooperativ gewesen. Haben Sie ein Leckerli? Im Dossier stehen Informationen über den Auftrag heute Abend. Wir sprechen morgen. Ich gehe nicht. Ich setze mich jetzt auf deinen Stuhl. Ich bin der Therapeut jetzt. Haha. Das ist ein Foto von meiner Familie. Meine Frau. Einetz. Und meine Tochter. Trisha. Vielleicht lernen Sie sie eines Tages kennen. Bin ich ganz ehrlich, habe ich absolut kein Interesse dran, denn ich bin ein Einzelgänger. Ein einsamer Wolf. Au. Au. Okay, ich denke, ich gehe nach Hause. Was ist das? Achso, meine Akte.
Oh, verstehe, meine Akte. Destroyer of the Ring. Alter 56, Körpergröße 5,9, das sind 1,75. Herr Winzmann! Augenfarbe braun, Einstufung gutmütig, schätze ich, steht da. Kontaktcode bei erfolgreichem Abschluss Laos. Josh Rose, hochangesehener Technologiemilliardär und Philanthrop, Vorsitzender der Stiftung von New Mecca zur Rekonstruktion nach dem Krieg. Heimlich in den Handel mit Kriegsmaterialien und Drogen verstrickt. Vorsicht, schwer bewaffnet. Alter, das wird vernichtet. Da möchte ich nichts mit zu... Alter, selbst die Büroklammer ist weggeschmolzen. Möchte ich nichts mit zu tun haben und damit meine ich... Alter, will ich damit was zu tun haben. Der Mörder Tower, Hotel. Warum habe ich Tower gedacht? Oder halt der Mörder Tower. Immer noch Hotel. Hallöchen, kann ich Ihnen helfen? Ich gehe dann einfach mal. Wow! Was für interessante Klamotten. Das nennt... Nein, das ist ein Bademantel. Interessanter Bademantel. Ein Geschenk, schreckliche Versuche, das Gesicht. Ein Geschenk, warum sollte ich so gemein sein? Ich will nicht so gemein sein. Wofür ist das Schwert? Das ist ein Familienstern. Duschen sind gefährlich für Leute, die zu viele Fragen stellen. Duschen sind sowas von gefährlich. Kommt mir etwas paranoid vor. Ich, paranoid! Sie sind paranoid, Sie sind paranoid! Oh, okay, sorry. Das habe ich nicht mitbekommen. Was hast du nicht mitbekommen? Halten Sie den Mund, bitte sprechen Sie weiter. Was hat sie nicht mitbekommen? Ich verstehe die Antwort nicht. Wie ich schon sagte, kommt mir etwas paranoid vor. Okay, das war anscheinend die falsche Antwort. Man kann nie vorsichtig genug sein. Hm. Na schön. Tja, dann viel Spaß in der Dusche, Sir. Danke. Was mache ich hier? Ist hier unsere Zielperson? Oder möchte ich einfach duschen gehen? Hab's nicht ganz gecheckt. Hab nicht aufgepasst. Go. Oh yeah, da sind wir. 1, 2, 3, 4, vierter Stock. Gespielt wird Sneaky Driver Bill Kiley. Mörder Tower mit der Angriffsrücken. Oh yeah. Oh yeah. Kann ich noch weitergehen oder ist das... Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen hier in den Aufzug rein. Da kommen doch gleich bestimmt Leute raus. Ich bin ready. Ich bin ready. Tadao! Boss! Der Drache! Er ist hier! Alter, wir sind einfach der scheiß Drache. Das finde ich cool. Geben Sie Alarm! Kommt er da jetzt nochmal raus? Nee, anscheinend nicht. Der hat zu sehr Angst. Das sollte gehen. Ja, komm, davon war jetzt wirklich kein Replay. Okay, pass auf. Pass auf! Was ist mit der Blume? Wo kann ich die schmeißen? Oh, shit. Ich bin gefährlicher Kleingärtner. Frag mich, ob das... Ist das unser... Haben wir noch ein, ist das unser Nebenjob? Arbeiten wir noch irgendwie bei Rewe in der Kasse oder so? Oh, Lampe mitnehmen. Die habe ich verschwendet. Das sehe ich ein. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich die richtig aufgesammelt habe. Hier geht's nicht weiter. Okay, alles klar. Ich wollte es ja nur ausprobieren. Sorry, sorry. Oh, ja, das sollte gehen. Absolut. Waffe weggeschmissen. Ich meine Pflanze. So. Du stirbst. Dann stirbst... Hat er es gerade geblockt? Hat er unseren Angriff geblockt? Tür auf, zack. Okay, alles klar. Es trifft nicht beide. Das ist gut zu wissen. Weg mit dir, weg mit dir. Er blockt immer den ersten Angriff, auch gut zu wissen. Zack, zack. Schön. Es ist immer gut, was zum Schmeißen dabei zu haben. Und eine generelle Regel. Okay, die, alles klar. Die Linksangriffe blockt er nicht direkt. Die schmeißt die Angriffe. Fuck. Okay, machen wir das nochmal. Zack, zack. Oh, generell trifft er nicht jeden Angriff. Er kann nicht alles immer blockieren. Okay, bisschen unübersichtlich, aber das schaffen wir schon. Zack. 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 Oh, zack. Wir hatten da gerade so eine kleine Anzeige. Ich frage mich, wofür die stand. Und ich möchte natürlich trotzdem gucken. Okay, links ist nichts. Irgendwann wird links was sein. Wahrscheinlich gehe ich genau dann nicht dahin. Okay, go. Ja, das sollte gehen. Ja. Ich meine, das ist ganz cool, aber ich glaube, bei den leichteren Level wie jetzt... Ey, wer würde im Kampf gewinnen? Der Drache! Oder Terry, der Starke. Ich sag's immer so, wahrscheinlich Terry. Machst du Witze? Terry, der Starke, lässt kein einziges Beintraining aus. Alter, der gibt keinen Leg Day. Schon, aber der Drache kann ein Dutzend voll bewaffnete Männer zerpflücken. Dazu braucht er nur ein Schwert. Oder eine Pflanze. Das ist, beunruhigend? Beeindruckend? Ich schätze, der Drache würde gewinnen. Und wie er gewinnen würde? Zack, ba! Oh, scheiße. Das war ein bisschen peinlich. Okay, Momentchen. Ey, wer würde beginnen? Deine Mutter. Alter, du bist ganz schön schnell, Kollege, weißt du das? Zack, zack, so rum nämlich. So rum ist besser. Ey! Okay. Okay, alles klar. Jetzt kommen Leute mit Waffen. Das ist was Neues. Und darauf war ich nicht vorbereitet. Manchmal treffe ich nicht so gut. Warte. Zack. Oh Mann, Alter. Greifen. Zerschlitzern. Und speisen. Ja, so klappt das. Ihn können wir... Ah, direkt so zerlegen, würde ich sagen. Okay, okay, okay. Zack, zack. Komm raus. Zack, zack, zack. Oh, okay.
Und ich gucke nochmal trotzdem, ob hier irgendwas ist. Nein, anscheinend nicht. Okay, alles klar. Hey, sehr gut. Ja, das sollte gehen. Ich werde mich schon drauf freuen, wenn es wirklich mal richtig, richtig schwierig wird und man das so mal wiederholen muss. Nehme ich gerne, ihr seid am Chillen. Zack, zack. Okay, alles klar. Einfach reinrennen funktioniert nicht so. Es ist, glaube ich, ganz gut, die auch auf sich zukommen zu lassen. Die Flasche nehme ich mal. Zack. Und der Laser. Den habe ich gerade noch so gesehen. Fuck. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Und. So. Und so. Und so. Und so. Und das war scheiße. Mist. Okay, okay, okay. Ah, erinnert mich tatsächlich ein bisschen an. An ein Spiel, was ich letztens erst gespielt habe. Fuck, das war irgendwie dumm. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr, ne? Es hat alles schon so eine gewisse Ordnung. Also es ist schon gedacht, wie man es spielen soll. Wisst ihr, was ich meine? Nicht jeder Weg funktioniert gleich gut. Und einfach reinrennen und Leute umhauen auch nicht. Es erinnert mich sehr stark an ein Spiel, was ich erst kürzlich fertig gespielt habe, nämlich Ghostrunner. Ist quasi das Ganze hier in... Mann. Ist quasi das Ganze hier in 3D, also in First Person. Ich meine, vergleichsweise, ne? Man muss sagen, es ähnelt sich natürlich. So. Weil Ghostrunner ist noch ein bisschen Cyberpunk-mäßig und das hier wohl nicht. Und jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. Sehr schön. Okay, okay. Ja, ich sehe halt super viel Potenzial im Spiel. Ich bin halt wirklich... Naja, warte, ich wollte skippen. So. Ich sehe, dass es noch sehr schwierig wird. Alter, das... Oh, das wird ein schöner Kill. Wir machen ihn fertig. Da auf der rechten Seite. Zack. Und ihn so. Weil er einfacher ist. Jetzt noch nicht runter. P. Was ist P? Parken? Der steht draußen. Ah, okay, ich kann die Ebenen wechseln, alles klar. Hey, zack. Da ist noch einer. Hier kann ich dran vorbeilaufen, nehme ich an. Oh, sehr schön. Limbo. Und ich meine nicht das Spiel, wo man... Naja, egal. Geh über die Büste. Pardon. Und dann werde ich erschossen einfach so. Alles klar, okay. Okay. Da hätte ich besser vorbereitet sein können. Deswegen machen wir es einfach nochmal neu. Zack. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich an der Wand zu hängen bleibe, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Zack. Zack, zack. Dich Ripper, dick kaputt. Hier rein. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich schon auf der anderen Seite bin. Verdammt, verflucht. Okay. Ah. Okay, so geht's auch. Ich sollte vielleicht... Sollte ich mehr rumspringen? Mehr so Ninja-mäßiges Zeug? Okay, vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Das ist was, was mir dann gleich noch aneignet. Bin ich gerade geslidet? Bin ich gerade geslidet? Oder habe ich den hier einfach gemacht? Ah, egal. Mann! Okay, okay. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Es sei mir verziehen. So. Und du wirst weggesammelt. Oh, dich habe ich schon erledigt. Okay. Wie gesagt, manchmal reicht auch ein Hit. Je nachdem, wie geil man trifft. Und das war nicht gut, weil ich glaube... Ja, ich habe einfach straight nach unten geschlagen. Ach, Leute. Okay, so. Ja, so. Gleich habe ich's. Keine Sorge, gleich habe ich's. Du kommst. Ey. Okay, okay, okay. Okay, okay. Also langsam. Langsam reicht's mir. Oh. Schön, schön. Wir sind alle drei gestorben. Lass mich das gerade kurz. So, ja, ja, alles klar. Okay. Puh. Wir sehen uns in der Hölle. Okay, da, okay, die Anzeige ist mein Cooldown einfach. Oh Gott, Alter. Jetzt aber mein Cooldown, ich kann nicht direkt nochmal angreifen. Als ob, willst du mich verarschen? Das war ja so lächerlich. Das war ja so lächerlich. Zack. Oh mein Gott. Ich komm rein, ich komm langsam rein, keine Sorge. Und ich habe anscheinend... Was ist das oben denn für eine Anzeige, die da voll ist? Da oben diese... Ich werde vielleicht nicht lange hinten. Aber ihr wisst, welche ich meine. Okay, warte. Oh, beide erwischt, sehr gut. Bin ich durch? Ist er noch? Oh, das Ziel! Ich dachte irgendwie gerade, er hätte lange, blonde Haare. Ich weiß, weshalb sie hier sind. Ich gebe ihnen nicht die Befriedigung, mich zu töten. Bringt er sich jetzt selbst um? Oh, sie hatten gar nicht erwartet. Warte, ich will ihn töten. Nein. Ich dachte wirklich, ich kriege ihn noch, wenn ich ihn nicht fertig reden lasse. Das war doof. Das war nicht gut. Ich hätte gerne den... Fuck, ich hätte gerne den Dialog noch mitbekommen. Aber ich dachte, vielleicht können wir ihn dann doch erwischen. Verdammt. Aber eine kleine Fehlentscheidung meinerseits. Aber nicht weiter schlimm. Weiter schlimm, okay. Ha! Alles gut.
Gar kein Problem. Okay. Das sieht nicht gut aus. Halt! Es wird von einer Schießerei in diesem Gebäude berichtet. Wir haben ein Schwert, ich kann nicht schießen. Wer sind Sie? Oh, das ist bloß einer von unseren Gästen. Ach, so naiv. Nun, Ihr Gast scheint voller Blut zu sein. Wie erklären Sie das? Aber ein Haufen Leute, das ist nur Seife. Cosplay. Warten Sie! Er hatte ja gesagt, er sei zum Duschen hier. Oh ja, das hat sich nicht gedeckt. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich direkt in Action treten muss. Alter, er wird von einer Schießerei. Okay. Also meine Antworten sind auch relevant. Ja. Das ist nur Seife. Das deckt sich nämlich mit unserem Dingsterbumster. Das stimmt, er war nur hier, um zu duschen. Verstehe. Okay, alles klar, interessant. In dem Fall dürfen Sie gerne gehen, Sir. Er scheint mir alle ein bisschen leichtgläubig zu sein. Aber weißt du was? Ich hoffe, Sie haben Ihre Dusche genossen, Sir. Sie auf unserer Seite weiß sie, was abgeht. Ich habe das Gefühl nicht. Na doch, bin mir nicht sicher. Egal, ab nach Hause. Ihr Auftraggeber ist zufrieden mit Ihren Ergebnissen. Oh ja. Zum Glück muss man keine Informationen von Ihnen beschaffen. Gehen Sie heim und ruhen Sie sich aus vielleicht. Ihren neuen Auftrag bekommen Sie dann morgen. Bei meinem Therapeuten. Das super passend ist. Oh, wollen wir uns beschweren? Wir können uns Hallo? Wir können uns bestimmt beschweren. Immer einfach... Oh, ein kleines Kind, ich wollte... Entschuldigung, ich wollte dir kein Bein stellen eigentlich. Du siehst aus wie das Schattending aus meinem Traum. Hey, pass auf, wo du hinlatschst. Ich glaube, du hättest... Ich kenne dich nicht. Gehörst du zu diesen wirklich lauten Nachbarn? Das sind die Leute von nebenan. Ich bin das nicht. Oh, na, die sind echt übel. Ich wohne am Ende des Flurs. Das geht mir gerade so ein bisschen. Und du? Ich wohne gleich neben dir. Ich kann nicht so mit Kindern, ich muss gehen. Ich schätze, ich wohne gleich neben dir. Ach, diese Bruchbude. Ja, wir sind... Dann sind wir wohl doch Nachbarn. Ach, diese Bruchbude. Meinen Sie jetzt nur meine Wohnung? Oder meinen Sie das ganze Haus? Weil das ist alles ziemlich bruchbudig. Ja, hat mich sehr gelangweilt. Tschüss, Nachbar. Okay, alles klar. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Kann ich jetzt auch einfach bei ihr reingehen und sie töten? Nein, okay, alles klar. Ich wollte sie nicht... Nein, ich wollte sie nicht töten. Mein Gott. Sag nur, dass sie vorlaut ist. Kann ich sie stalken? Durch die Wand? Nein, okay. Im Mörderhotel spielten sich gruselige Szenen ab. Da muss ich erstmal einen Kontertee trinken. Habe ich die ganze Zeit den Fernseher angelassen? Oh mein Gott, mindestens 28 Tote, es war wohl Bandenkriminalität. Das sagt ihr immer. Immer und immer wieder. Darunter auch der exzentrische Milliardär Josh Rose. Hatte seinen Namen schon wieder ganz vergessen, aber alles klar. Erzähl mir mehr. Der vom Balkon seiner Penthouse-Suite in den Tod stürzte. Ja, aber das hat er ja freiwillig gemacht. Bisher hat die Polizei keinerlei Hinweise. Das ist auch gut so, da kann ich mich beruhigt schlafen legen. So viel krass Party, die sitzen einfach zu zweit. Ist der Fernseher laut? Aber man hätte es ja vorher... Nein, ich hätte doch gerne mehr gewusst. Okay, das ist das Mädchen. Und der Wissenschaftler. Der... Erschossen. Okay. Ja, die Albträume sind weiterhin da. Noch 8 Tage. Bis der Meteorit einschlägt. Ich hab keine Ahnung. Bitte kommen Sie rein und setzen. Ich bin schon drin und ich setze mich. Als erstes reden wir doch mal über Ihre Schlafgewohnheiten. Ist der Albtraum wieder gekommen? Ja. Seien wir ehrlich. Das nur ehrlich sein hilft in der Therapie. Ah, verstehe. Erzählen Sie mir, was da passiert ist in dem Traum. Schießt auf mich, da wird getötet. Ich will nicht drüber sprechen. Man schießt auf mich. Das war nicht ereignisreich. Ja, so war das. Ah, verstehe. Sie meinten, der Wissenschaftler habe mit Ihnen gesprochen? Ich habe ihn nicht verstanden, bevor er starb, hat er mir etwas zugerufen. Ja, ich schätze so. Und unmittelbar danach wurde er erschossen. Vielleicht wollte er Sie warnen. Verstanden! Sie sind... Ja, eine Warnung erscheint am plausibelsten. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Wahrscheinlich wechseln wir das Thema. Ist mir egal. Also ist mir nicht egal, aber ich... Von den Antwortmöglichkeiten. Wissen Sie, diese Träume könnten von einer traumatischen Erinnerung stammen, aus der Zeit von Ihrer Verwundung. Verwundung? Habe ich selbst vergessen? Anscheinend? Das beinahe tödliche Schädeltrauma, das Sie im Krieg erlitten haben, hat Sie geschwächt. Sie war im Krieg? Was für ein Krieg? Seither haben wir zusammengearbeitet, obwohl Sie am Gedächtnisverlust leiden und Ihre Zeitwahrnehmung verzerrt ist. Oh, wir sind komplett wahnsinnig! Der Orden, den Sie tragen, ist eine wichtige Erinnerung an die Sie von Ihnen, an die von Ihnen gebrachten Opfer und auch eine entscheidende Verbindung zu Ihrem früheren Leben.
Ja, es ist interessant. Ihre Genesung lief langsam, aber ermutigend. Sagen Sie mir, wie steht es um Ihr Privatleben? Ein Mädchen gesprochen? Ich habe gestern Abend jemanden getroffen. Wir haben mit einem Mädchen gesprochen. Das klingt so, als ob wir ein Date hätten, aber nein. Ah, damit hatte ich nicht gerechnet. Wer ist sie? Ist nur ein Kind, wir sind Nachbarn. Das kann man, denke ich, so sagen. Ah, ich habe sie falsch verstanden. Das ist irgendwie eine Erleichterung. Ich verstehe. Dachte er, wir sind pädophil oder sowas? Sie haben ein Kind getroffen, im dritten Bezirk. Sehr sonderbar. Also, ich hätte jetzt gerne... Sonderbar? Ich möchte halt schon gerne mehr erfahren. Ich wäre natürlich auch gerne ein Arschloch, aber ich möchte auch gerne mehr erfahren. Nun, Sie wissen ja, der dritte Bezirk ist kein sicherer Ort für Kinder. Verstehe. Na schön, Sie waren sehr kooperativ heute. Einen Moment bitte. Oh Junge, jetzt gibt was Süßes. In den Arm gespritzt. Feinste Ware. Fahrt aus Frankfurt angekommen. Schwupp. Ich frage mich, was die Medizin macht. Ja, das wäre interessant. Das war eine produktive Sitzung. Wir machen morgen weiter. Ich bin so fucking kooperativ. Es ist der Wahnsinn. Tschüssi. Tschüssikowski, Herr Therapeut. Wir sehen uns demnächst. Dossier. Zeig mal her. Ich weiß übrigens nicht, ob man das so ausspricht. Was ist das denn? Alter, ich erkenne gar kein Gesicht. Alter 24, Körpergröße 1,80. Der ist schon mal ein bisschen größer. Augenfarbe blau, Einstufung gut. Kontaktcode bei Erfolg im Jahr. Laos. DJ Elektrokopf. Beliebter DJ aus dem oberen Markt. Marktsegment, fuck, des zweiten Bezirks. Hat mit dem illegalen Handel mit Clubdrogen zu tun, leicht bewacht, aber umrundet von Clubbesuchern. Muss extrem raffiniert vorgehen, um ihn auszuschalten, ohne dass es bemerkt wird. Krankhafter Lügner, nicht mit ihm sprechen. Ich habe das Gefühl, dass ich mit ihm sprechen möchte. Das wäre dann ganz interessant. Oh, cooles Level, Alter. DJ Elektrokopf, ab geht's. So, kann ich auch Zivilisten töten? Nein, kann ich nicht. Oh, und ich darf nicht entdeckt werden, oder was? Was macht er denn? Oh, ich so schleiche. Oh, shit! Yeah! 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 Das ist, was ich sehen will. Ist die Sache... Kann ich mich auch so vorbei? Okay, nein, dann sieht er mich. Okay, alles klar. Ja, alles klar, alles klar. Reines Sneak-Level. Yeah, 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 yeah. Was heißt denn das Ohr? Der hört nichts oder was? Zack. Yeah, yeah, yeah. Dance, dance, dance. Beachtet gar nicht den Typen im fucking Samurai-Kostüm. Der möchte nur Party machen. Und ein zweiter. Und noch ein zweiter. Und da sehe ich ihn doch. DJ Elektrokopf. Der berühmt-berüchtigte. Wäre jetzt geil, wenn du dich da vorne nochmal umdrehen könntest. Ja, noch ist nicht meine Zeit. Ich merke schon. So. Und noch ein zweiter. Yes. Oh, risky, risky. Risky, frisky. Aber komme ich so an ihn überhaupt ran? Was haben wir hier? So eine Art Hausflur. Oh, jetzt gibt's auf die Schnauze. Ey, du hast dir nichts verloren. Zack! Doch. Oh. Was hatten jetzt gerade... Okay, verstehe. Ah, alles klar, alles klar. Wenn er merkt, dass ich... Fuck. Wenn er merkt, dass ich da bin, dann schließt sich die Tür. Was Sinn macht. Du hast nichts verloren. Zack, du bist tot. Der Hund ist Beil. Hau den kaputt. Warten, bis der an der Tür ist. Zack, auf die Schnauze. Auf die Schnauze. Auf die Schnauze. Und dann ist es auch schon fertig. Okay, der entdeckt uns tatsächlich. Sehr geil, sehr geil. Oh, gutes Element, was sie da noch eingebaut haben. Das war nicht so beeindruckend, dass ich es mir anschauen will. Zumindest jetzt noch nicht. Da kommen wir nicht durch. Das heißt, es geht nur nach unten für uns. Türchen auf. Das sieht aus wie eine... Sentry. Okay, alles klar. Warte, so dann. Das ist die Frage, was wir machen. Am besten einfach ducken, hätte ich gesagt, oder? Okay, nein, das bringt auch nichts. Eine Nachricht, ein Call. Vergessen Sie nicht, während einer Rolle sind Sie unbesiegbar. Oh. Sprechen Sie weiter? Ich meine, ich schätze, ich habe schon was. Also ich spreche an, eine gute Vorgehensweise vorauszufinden. Konzentrieren Sie sich, um die Zeit zu verlangsamen und schwierige Manöver durchzuführen. Ja, ich habe vergessen, dass das eine Möglichkeit war. Zeit verlangsamen und rollen. Habe ich noch gar nicht eingesetzt, sollte ich wahrscheinlich viel öfter machen. Fuck. Weil dann würde ich auch nicht so oft sterben. Ja, habe ich. Die Mechanik habe ich wieder. Die war ein bisschen raus. Aber jetzt ist sie wieder vollkommen drin. Oh yeah. Und zack. Yes. Da haben wir es, Alter. Gespalten wie die Gesellschaft. Oh nein, der hat eine Pistole. Okay, machen wir das nochmal. So. Nein, das war falsch. Das war falsch. Ich bin noch nicht ganz drin. Okay. Zacko. Und. Ba, 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 ba. Oh, yes.
Jetzt konzentrieren, der unten hat eine Waffe. Gerne sehr viel Zeitlupe einsetzen. Ich kann nicht in der Luft rollen. Was Schlechtes? Okay, trotzdem geschafft. Ah, das ist die Anzeige oben wahrscheinlich, oder? Ah, ne, links haben wir eine. Und oben ist da eine Zeit. Wir haben eine bestimmte Zeit, um das zu machen. Kann das sein? Boah, Alter, ich hab gerade. Okay, weg mit dir. Was ist das hier? Soll ich das kaputt machen? Anscheinend ja. Oh, ich hätte es. Oh, okay, verstehe ich jetzt. Ah, damit wir durchkommen. Okay, alles klar, alles klar. Cool, es kommen doch noch so kleine Mechaniken dazu, mit denen ich nicht gerechnet habe. Die sind aber sehr. Die können das sehr interessant machen, ehrlich gesagt. Zack, zack. Ihr seid dood. Die nehme ich mit. Zack, zack. Komm, schießt. Warum schießt ihr nicht? So. Nein, okay, aber fast, aber fast. Zack, zack. Wir nehmen uns den Kollegen, machen den direkt platt. Laufen wir auf die zu, machen den einen fertig, schmeißen das Ding, machen den hier fertig und machen ihn hier fertig. Nice! Ach, ich liebe es, wenn es funktioniert. Ja, das sollte gehen. Oh, ist die Sache, sehen wir... Okay, jetzt möchte ich es mal laufen lassen, weil wir sehen es vielleicht dann einfach nicht in Zeitlupe, ne? Ist das die Sache? Ah, nee, wir sehen es in Zeitlupe. Das wäre cool, wenn sie es in der realen Geschwindigkeit gezeigt hätten. Schade, schade, schade. Missed Opportunity. Ah, die Tür war gar nicht auf. Da ist eine fucking geschlossene Tür. Okay, alles klar. Nein! Da habe ich nicht richtig reagiert. Fuck, okay, alles klar. So, das nehmen wir. Aufi draufi, Messi schmeißi. Okay, das trifft nicht, die Sentry. Und ich habe wieder vergessen, ich möchte die ganze Zeit Y drücken, um fucking, um auszuweichen, aber das ist der falsche Knopf. Das ist aber nicht richtig. Zack, der geht an dich und... Bats! Der Kollege kam runtergelaufen, hat ihm nichts gebracht. Warte, so, das kann man machen. So, da oben ist wieder eine Sentry. Und ich hatte kein Zeitlupending mehr anscheinend. Ah, okay, 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 pass auf. Zack. 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 Das sieht schon mal sehr gut aus, sehr, sehr gut. Bin ich eigentlich Doppelsprung? Ich glaube nicht. Zack, der kann mal weg. Der kann mal weg. Überrollen, dann sind wir hier erstmal safe, hätte ich gesagt. Und können vielleicht hier durchschlagen? Nein, okay. Da. Nein, nicht ganz. Nein! Oh, wurde ich getroffen? Oh, ich habe ihn getroffen. Sehr gut, sehr gut. Oh, das hätte man auch machen können. Fuck. Ich habe es gar nicht richtig gelöst. Okay, da schätze ich, komme ich nicht durch. Und da habe ich schon bessere Chancen, durchzukommen. Sehr schön. Hi. So. Laser aus. Und es geht weiter. Oh, sehr schön. Oh mein Gott, das gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Ja, das sollte gehen. Oh, dieses Jahr, das sollte gehen. Das sieht ein bisschen übertrieben aus. Richard, der Schlanke, wird vom Rat der dünnen Rickys... wir vom Rat der dünnen Rickys, was seine Möglichkeit... ich tatsächlich wollte ihr mich zum Mitglied machen. Ich mag, dass sie die dünnen Rickys sind. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist ein bestimmt... Ein bisschen mehr zum mächtigen Haarstil von allen gezähmt, das ist die Schmalzlocke. Ich geh mal einfach hier und mach mal den hier und den. Okay, aber ich hab Zeug schmeißen. Ich hab die Prämisse verstanden, habe ich das Gefühl. Und nicht auf die Fresse geschlagen bekommen. Das wäre auch ganz gut. So, weg mit dir. Zack, zack, zack. Ja, alle tot. Sehr schön, sehr schön. So soll das laufen. Was haben wir hier? Laser? Sehr gut. Warte mal, da machen wir doch einfach mal hier und. So! Hoffen die jetzt einfach alle automatisch rein? Nö, können wir auch so machen. Sehr schön. Da steht ein Sentry. Die möchte ich nicht übersehen haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zack! Okay, alles möglich. Alles ein Ding der Möglichkeit. Das sollte tatsächlich gehen. Sehr schön, wie wir das gemacht haben. Ich möchte es trotzdem nicht nochmal sehen. Und wir kriegen Anruf rein. Sprechen Sie nicht mit Elektrokopf. Wieso? Wieso? Sprechen Sie nicht mit Elektrokopf. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Ich werd mit Elektrokopf sprechen. Sind sie, nein, ich muss sie töten. Tut mir leid. Ich muss sie töten. Oh Gott, so helfen mir doch jemand. Ich habe das Gefühl, wir haben wieder einen Fehler begangen irgendwie. Aber... Ich... was wäre... Man... Im Nachhinein, man weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine? Man weiß ja nicht, was gut ist. Fuck. Oh, ich frag mich, was gewesen wäre, wenn wir ihn nicht direkt getötet hätten. Verdammt. Rolle. Zack.
Bierflasche. Zack. Einmal runter und okay. Das war nicht gut, da ausweichen. Und ich spare mir am besten die Bierflasche für den Kollegen da auf. Zack. Der ist schon direkt tot. Kann ich zwei nehmen? Nein, nur eine. Alles klar. Das heißt, du stirbst. Und ich kann nicht in der Luft rollen. Fuck. Ich denke, immer in der Luft kann ich irgendwie immer noch ausweichen. Aber das hier ist nicht Smash Bros. Das heißt dementsprechend... Ups. Muss ich schnell handeln. Ah, Mann, ey. Okay, alles klar, alles klar. Zack. Zack. Runter. Ausweichrolle. 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 Und auf die Schnauze. Na, und dann wurde ich von dem Typen geprügelt, oder was? Okay. Ja, aber ich habe auch nicht... Ich habe die Flasche nicht mitgenommen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das war eh nicht so clever. Ah. Oh, kommt der hochgelaufen von alleine? Das ist auch nützlich. Okay. Dann kann ich mich um dich... Was war denn da jetzt das Problem? Was war denn da jetzt das Problem, ha? Huh? Fuck, ich habe meine Flasche verschwendet. Okay, nochmal, 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 nochmal. Nehme ich mit. Ey. Okay, die müssen halt nacheinander kommen, weil sonst treffe ich nur einen. Und das ist nicht gut. Weil der andere dann noch lebt. Okay, zack. Ah, jetzt kam der Prügelheini hoch. Okay, den haben wir aber trotzdem noch erwischt. So, wie schaut's denn aus? Da oben kommt noch einer längs. Den haben wir mal auf die Schnauze und... Oh, nö, ey. Okay, alles nochmal neu. Nehme ich mit. Auf die Schnauze. Ich habe eine Ausweichrolle gemacht. Ausweichrolle. Ausweichrolle. Ja, sollte ich viel öfter machen eigentlich. Flasche. Auf die Schnauze. Flasche. Auf die Schnauze. Ausweichrolle. Zack. Zack. In die Fresse schlagen. Ich hab die direkt geworfen, Alter. Okay, dann muss ich dann als allererstes ausweichen. Man lernt ja nie aus. Also, ich hoffe, dass man auslernt. Zack. Der hat mich gerade ein bisschen bedrängt. Ah, nein. Oh, Mann. Das war aber gerade ein sehr spannender Moment, so. Oh, zack. Zack. So. Oh, den einen. Habe ich den einen überhaupt getroffen? Mann, jetzt hört auf, mich zu hauen. Ich möchte das gar nicht. Mann. Schwubel, Schwubel, Schwubel. Den erledigt. Ein bisschen runterfallen. So, jetzt darauf. Hier in die Schnauze hauen. Und bei ihm als allererstes ausweichen. Zack. Und für den nehmen wir dann die Flasche. Ja, sehr gut. Okay, alles klar. Yay, wir haben es. Yay. Okay, go. Das sollte gehen. Ist die Frage, ist das unser letztes Ding gewesen? Ja, okay. Ihre Loyalität und strikte Einhaltung der Anweisungen wurden bemerkt. Was vielleicht gut sein könnte. Ein Aufräumkommando ist unterwegs. Ich fühle mich wie ein... Ihren nächsten Auftrag erhalten sie morgen. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen... Weiß nicht, oh, sie hat einen kleinen Dinosaurier. Als ob wir ihm doch hätten zuhören sollen. Ich habe das Gefühl, wir hätten unsere eigene Meinung bilden sollen. Naja. Da bist du ja. Was machst du hier draußen? Hast du auf mich gewartet? Allerdings! Behemoth sagt, du versteckst Leviathan da drin. Dinosaurier heißt Behemoth. Ich mag sie so sehr. Und jetzt spuck es aus. Wo versteckst du Leviathan? Wer ist Leviathan? Erzähl mir davon. Lernt man euch denn gar nichts in der Schule? Was für eine Schule? Er ist der große Bruder von Behemoth und der König des Meeres. Schau mal. Behemoth leuchtet nur, wenn Leviathan in der Nähe ist. Und jetzt mach auf, oder er tritt dir in den Hintern. Tritt dich in den Hintern? Ich weiß wirklich nicht, wer das sein soll. Lass uns rein! Lass ihn rein, aber ihn sie. Toll! Ich hätte doch gesagt, der Typ ist ein Angsthase, Behemoth. Aber die Sache ist, was ist... Was könnte... Also, hä? Was ist jetzt Leviathan, hä? Was für eine Bruchbude! Kein Wunder, dass du nicht wolltest, dass ich reinkomme. Aber guck doch mal dein Haus an. Das ist auch nicht viel besser. Auf dich zu beschweren. Hier, nimm du Behemoth. Er wird leuchten, wenn du näher rankommst. Verstehe ich nicht. Oh, cool. Okay, hier ist schwächer. Auf jeden Fall deutlich schwächer. Dann ist es vielleicht... Hier irgendwo? Hinter der Couch? Hier in meinem Schädel? Unter der Couch. Okay, alles klar. Aha. Okay, das ist wirklich... Oh, sie ist das Schattenmädchen geworden, ganz kurz. Interessant. Siehst du? Ich wusste es. Du hattest ihn die ganze Zeit. Du musst es nicht haben.
Ja, vermutlich. Guten Tag, Leviathan! Die klingen ganz schön groß und die klingen stark. Meinst du, ich könnte sie besiegen? Ich wusste nicht, dass das da war. Die klingen ganz schön gruselig, Alter. Brüll. Du weißt, das bin bloß ich, richtig? Die sind bloß Spielsachen. Die können nicht reden. Himmel. Ich habe dafür, naja. Das Gefühl, die verkauft mich für dumm. Du musst los. Du kannst Leviathan behalten. Fürs Erste. Aber wenn du nicht lieb zu ihm bist, dann kommen Behemoth und ich treten, dir in den Hintern. Tschüss! Liebe sie. Andere Nachrichten, bla bla bla. Ich trinke auf jeden Fall meinen Kräutertee. Noch keine Hinweise über den Mord an dem Underground-DJ Elektrokopf. Das sieht so aus, aber ich würde sagen, beim Auflagen in einem hiesigen Nachtclub Club Neon eine tödliche Messerwunde erlitt. Messer? Messer? Das war ein Schwert! Der Mord verursacht eine Massenflucht bei Dutzenden Besuchern verletzt wurden. Was versucht in einer Massenflucht, bei der Dutzende Besucher verletzt oder sterben wurden? Fuck, das ist nicht gut. Und dann auch das beliebte Urgestein von Yumeka, Terry der Starke. Ha! Fucking Terry. Wusste doch, dass der sterben würde. Trotzdem, der Manager des Club Neon Sterling Silver sagt, die Show müsste weitergehen. Show must go on, Mann. Das ist sowas von richtig. Aber ich hätte gesagt, wir machen den Laden wieder auf, sobald wir die Eingeweide weggewischt haben. Das ist eine gute Einstellung. Ich würde gesagt haben, das war's für diesen Part. Wie es weitergeht mit Leviathan und Behemoth und unserem Typen, dessen Namen ich nicht weiß, und dem Therapeuten und was für Drogen wir nehmen und all das, es sind ein paar Fragen, ja. Das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.